Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, heute geht's um die Karte Landersum und zwar im schönen Münsterland. Vielleicht kennen einige die Karte schon bereits aus dem LS19 und ja, ist in den LS22 konvertiert worden. Allerdings keine reine Konvertierung, sondern es ist ein, ja, man kann sagen, Rebuild, komplett neu gebaut. Man wird zwar das Ganze, wer die Karte kennt, wiedererkennen, aber das ein oder andere hat sich natürlich auch verändert. Ja, was haben wir hier für eine Karte? Wir haben eine Vierfachkarte, 238 Felder, 1258 Hektar Acker und Grünland, 13 Höfe, 4 Biogasanlagen, realistischer Saatgutverbrauch, realistische Ernteerträge, angepasste Preise für einige Güter. Oh, das klingt doch schon mal gut. Mehr Bodenwinkel, Fruchtzerstörung 2.0, was auch immer das heißen mag. Baumwolle, Zuckerrohr, Oliven und Trauben wurden entfernt. Precision Farming wird unterstützt und angepasste Jahreszeiten. Ja, okay, dann wollen wir uns das Ganze mal angucken. Die Karte gibt es schon seit dem Sommer, so wie ich das gesehen habe. Ist aber an mir vorbeigegangen. Ich kenne sie jetzt noch nicht, weder im 19er noch im 22er. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir starten natürlich wie immer als neuer Farmer. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf das Ganze. Es ist immer noch die Version 1.0, also seit dem Sommer kein Update gekommen. Das klingt eigentlich schon für eine sehr hohe Qualität. Also, wir sind hier auf jeden Fall mal an einem Hof. Hier können wir schlafen. Das finde ich doch, ey, das ist doch schon wieder genau hier schön mit so einer kleinen Insel mit einem Baum drinne. Nicht alles steril, ja, das gefällt mir doch schon mal sehr gut. So, Tiermenü, das sieht auch gut aus. Noch mehr Tiere. Ah, wisst ihr was? Komm, schnallt euch mal eben an. Wir gehen mal eben in die Luft. Und gucken uns mal kurz hier um. Alles klar. Machen mal kurz den 360-Grad-Schwenk. So, da hinten haben wir zwei Fahrsilos. Was ich jetzt schon mal so in den Kommentaren gelesen habe, irgendwo gibt es ein Thema mit Mist. Den müsst ihr, glaube ich, irgendwie sogar selber platzieren. Der ist nämlich nicht gesetzt worden. Nur mal so am Rande. Es gibt aber noch mal ein eigenes Erklärvideo. Ich verlinke natürlich unten einmal die Seite wie immer. Dann kommt ihr zu den ganzen Informationen und auch zum Download-Link. Und dann natürlich auch das Infovideo. Könnt ihr euch dann auch noch mal im Detail angucken. Ja, aber so wie ich das hier schon mal sehe, ist das sehr, sehr nice. Gut, dann machen wir mal den Fahrzeugcheck. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, denn ja, mich hat es mal ein bisschen erwischt. Die Grippe hat zugeschlagen, aber es geht schon wieder etwas besser. Oh, ja, und was nicht gut ist, wir haben keine Gerätschaften. Also können wir uns das schon mal sparen. Und gemietete Geräte gibt es auch nicht. Dann schauen wir uns mal das Baumenü an. So, also hier sehe ich schon, da können wir anklicken. Okay, können wir anklicken, jawohl. Können wir verkaufen. Das sieht auch gut aus. Aber jetzt ist nur die Frage, können wir denn auch so Zäune und sowas hier wegnehmen? Ah. Hoppala. Das wird dem Mapper jetzt gar nicht gefallen, aber okay. Wir können auch Zäune wegnehmen. Sehr nice.
Was ist hier mit? Bäumchen? Okay, die müsste man dann wahrscheinlich zur Not wegsägen. Aber das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, wir gucken durch. Wir haben hier auf jeden Fall, ihr seht's, ein paar spezielle Sachen drin. Auch hier haben wir ein paar Sachen. Ja, das sind also ein paar zusätzliche Sachen. Guckt euch das gemütlich durch, dass ihr auch das eine wisst, was Sache ist. Da haben wir auch nochmal was. Biomassekraftwerk, okay. So, das ist Standard. Ah, die Plantagen hat er rausgenommen. Genau, hat er ja geschrieben. Weil gibt's da nicht. Tiermäßig. Hier haben wir auch ein paar Sachen überarbeitet, scheinbar. So, Schweine. Schafe ist Standard. Hühner, okay. Bienen, sonstiges, das passt. Deko, okay. Lampen, sonstiges, passt. Landschaftsbau, jetzt wird's interessant. Okay, Bodentexturen haben wir hier wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht gibt es da ja bei einem Update mal ein paar mehr Varianten. So, hier sieht man vor lauter Wald den Baum nicht, oder wie war das? Oder andersrum. Bäume haben wir gute Auswahl. Und hier Blumen und Pflanzen, Büsche. Ja, das ist okay. Passt. Dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die PDA. Da wartet ihr ja immer drauf, das weiß ich. So sieht das Ganze aus. So, die Karte ist auf jeden Fall sehr anständig gemacht. Man sieht hier auch so die Feldformen. Das wirkt einen natürlichen Ursprungs. Felder sind nicht quadratisch praktisch helferfreundlich, sondern wirklich hier, ich nenne jetzt mal krumm und schief. Sehr nice. So, dann haben wir hier noch gleich eine Legende mit dabei, was wie wo ist. Hier noch extra die Beschriftungen dazu. Eins ist der Hof Bielefeld, Sägewerk. Aha, okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr, ja genau, ihr müsst die Sachen erst kaufen, dann könnt ihr sie nutzen. Also sprich, Hofproduktion, wie auch immer, BGAs. Erst kaufen, dann benutzen. So, was kostet denn der Spaß? Wir gucken mal, wie denn hier die Preisgestaltung ist. Baller, 2,664 Millionen. Ein kleines Feld kostet knappe Millionen. Was kostet so was ganz Kleines? 194.000. Okay. Ja, da braucht er ein bisschen Kleingeld. So, wir sind jetzt momentan hier ziemlich zentral in der Mitte. Hier sieht man das. Also das ist der sogenannte Kuhhof. Und ich mache jetzt mal Folgendes, damit ihr das Ganze hier seht. Und zwar, wo habe ich es denn? Da. Wir kaufen mal eben alle Farmlandbereiche. Dann sieht die Karte nämlich schon gleich anders aus. Und ich kann euch alles erzählen. Ja, also, hier oben haben wir nochmal einen Kuhstall. Da gehen wir mal kurz hin einfach. So, wir gehen hier mal kurz in die Luft. So, dass wir es einfach mal zeigen können. So sieht das Ganze aus. Also sehr, sehr viel Platz vorhanden. Ich gehe jetzt nicht alles im Detail drauf ein. Das könnt ihr ja dann dementsprechend selber machen. So, dann haben wir hier oben Landhandel, Reifeisen, Ballenverkauf, Kalkankauf.
Das ist hier so eine ganze. Hoppala. Das versteckt sich hier drinne. Der Schlawiner. So, also hier jetzt haben wir so ein kleines, ich nenne es mal Produktionsgebiet, Gewerbegebiet. Ja, war auch schön gemacht. Vor allem, was ich immer sehr gut finde. Ah, hier mit einer Waage. Vor allem ein bisschen lebendig gestaltet das Ganze, dekoriert. KI-Verkehr ist auch unterwegs. Sehr schön. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Ja, dann gehen wir hier weiter. Biomasse, Kraftwerk, Landes- und Biogas. Ah ja, BGA. So, hier landen wir auf der Wiese. So, hier haben wir die Zufahrt. Alles klar, beschriftet ist das Ganze auch. Mit einer Waage. Hier, sehr schön. Ah ja, hier auch mit den Fahrspuren. Nicht ganz so steril das Ganze. Oh. Okay, also hier haben wir schon wirklich eine ziemlich graue Platte. Ja, vielleicht kann man das nochmal irgendwie ein bisschen aufhübschen. Aber grundsätzlich, Hauptsache, es funktioniert. Ja, also wie gesagt, das ist die BGA. Auch reichlich Platz vorhanden. So, was haben wir hier unten? 5 ist denn der Maschinenhändler. Okay, also da stehen ein paar Deko-Fahrzeuge rum. Ich wollte mich nämlich eben schon wieder gleich irritieren lassen. Warum stehen hier Fahrzeuge drin? Und es sind aber keine gekauft. Was? Gemietet von mir? Moment. Moment, Moment. Ich hab doch geguckt, da waren keine gemietet. Gemietete Geräte? Okay, das ist jetzt interessant. Okay, also das ist jetzt eine Frage, das müsste man mal hinterfragen, was da jetzt genau verkehrt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt im Singleplayer drin. Vielleicht ist das im Multiplayer eine andere Geschichte. Ja, gehört auf jeden Fall hinterfragt. So, dann gehen wir hier weiter. Das haben wir erledigt. Den Schweinehof. Da gehen wir auch mal kurz hin. Holla, die Waldfee. Das nenne ich hier mal nur eine große Schweinerei. Also da könnt ihr richtig Massenproduktionen, wollte ich gerade sagen, veranstalten. Nein. Also richtiger großer Schweinehof mit viel Kapazität. Wer auf Schweine steht, der kann sich hier austoben. Dann gehen wir weiter. Sägewerk da oben. Und was haben wir hier noch? Hackschnitzelverkauf. Kali, okay. Ne. Ich hänge hier irgendwo in der Wand. Und jetzt hänge ich unterm Dach. Alles klar. So, einmal hier. Und einmal hier drüben. Ja, das ist doch passend, weil hier haben wir gleich den Wald nebendran. Kurze Transportwege. Ja, da hat einer mitgedacht. Und ich sehe auch schon, das wird hier heute eine etwas längere Vorstellung. Besuchen. Alles klar. Hier habt ihr noch so einen kleinen Wald,
Waldhof, Wald, LU, was auch immer. Ich denke mal, hier für die Forstwirtschaft kann man sich hier wunderbar einnisten. So, dann gehen wir hier unten weiter. Nummer 11 ist dann der BGA Ackerbau. Das ist eine kleine BGA. So, hat aber auch alles, was man hier braucht. Zufahrt, Waage. Nice. Kommt man also auch hier mit größeren Fahrzeugen ohne Probleme hin. Dann haben wir hier unten noch mal einen Hof. Sieht man jetzt natürlich hier nicht mehr. Müsste man das mal so machen, die 18. So, 18 ist dann wieder Hof Hessling. Haben sogar alle Namen. Sehr nice. So. Ja, sowas gefällt mir ja hier, ne? So mit diesem Fachwerk. Ah, herrlich. Warte mal, das kenne ich. Warte, Moment. So ein ähnliches. Ja, das muss ich mir mal nochmal in genauer angucken. Was das alles für Gebäude sind. Weil solche habe ich ja mal schon mal selber gesucht. Aber wir schweifen vom Thema ab. Und hier kommt auch schon die Erinnerung, dass wir schon wieder eine Viertelstunde erreicht haben. Wir machen deswegen hier ruckzuck weiter. So, hier haben wir noch wieder ein paar Verkaufsstellen und Düngerkaufbereiche. So, erstmal wieder raus hier. So. Ja, typisch Landhandel hätte ich jetzt gesagt, so diese Aufmachung. Alles, was man braucht, ist da. So, hier nebendran haben wir wieder einen Hof. Sehr schön. Also auch ein Kuhhof. Sehr nice. Ja. So, dann haben wir unten noch Schweine. Ah, das ist doch schon eine riesige Stelle hier, mein lieber Scholli. Okay, aber hier sieht man jetzt doch teilweise sehr, sehr, sehr steril der Weg. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen was optimieren. So, was haben wir jetzt hier? Das haben wir gehabt. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Dann machen wir jetzt mal weiter hierhin. So, hier haben wir noch wieder einen etwas kleineren Hof. Wie die anderen, die waren ja doch ein bisschen größer. Aber auch hier habt ihr genügend Platz, euch auszutoben. Sieht gut aus. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, welchen Hof ich zuerst mir aussuchen soll. So, da haben wir noch mal einen Kuhhof. Naja, das ist der hier, wo wir eben gestartet sind. Da habe ich ja die Zäune weggenommen. Das funktioniert. So, dann haben wir hier nochmal einen Schweinehof und eine BGA. Das wäre natürlich praktisch. Hast einen Hof und hast hier gleich nebendran die BGA.
Mussten die extra woanders hinfahren? Das ist, glaube ich, vom Vorteil. Aber da sind die Geschmäcker ja definitiv verschieden. So, dann haben wir hier den nächsten. Die sind gar nicht so weit auseinander, die Höfe. Ja. Nicht schlecht. Also da hat sich echt jemand Mühe gegeben. Ich denke mal mit hier mit verschiedenen Teams, da kannst du hier richtig was bocken. Und hier haben wir dann noch einen weiteren Hof mit BGA. Biomassekraftwerk, okay. Ja, also da könnt ihr euch richtig austoben. So, und dann, ja. Hier haben wir dann noch ein paar Verkaufsstellen. Das hatte ich nämlich eben schon so auf dem Schirm. Gibt relativ wenig Verkaufsbereiche. Aber wir haben auf jeden Fall was da, dass ihr eure Sachen loswerdet. Und das ist die Hauptsache, denke ich. Ja, und dann sind wir hier eigentlich auch schon mal einmal so rum. Nochmal die Karte hier ins Mittelfeld. Dann schauen wir mal was von den Früchten. Das ist auf jeden Fall Standard und die anderen Sachen sind rausgekürzt. Wachstumskalender. Okay. Wie sieht's denn aus mit den Gütern? Einmal komplett Standard. Das sind die ganzen Ställe, das passt auch. Jetzt muss ich nochmal eben eine Sache prüfen. Ups. Jetzt verkaufe ich das mal wieder alles. Denn es ging mir jetzt darum, gibt es. Okay. Gibt keine Feldmission. Okay. Ich lasse das mal jetzt außer Frage, ob das jetzt eben durch die Umstellung sein kann, dass keine da sind oder ob die erst dann wieder kommen. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Könnt ihr ja gerne mal selber nachprüfen. Gut, dann wäre ich hiermit durch. Und dann bleibt uns jetzt nur noch einmal der Blick hier auf die Logdatei. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, da haben wir auf jeden Fall ein Error Index not found. Okay, das klingt nicht gut. Ulua Call Stack. Aha, is not a real light source in vehicle lights. Okay. Also da haben wir auf jeden Fall so zwei, drei Sachen bis jetzt, was rot ist. Und okay, missing DDS-File. Alles klar, da fehlen irgendwelche Texturen. Das ist nicht so gut. Aber das kann man relativ schnell anpassen. Wenn das nur der Pfad oder so nicht da ist oder falsch abgelegt ist. So, Duplicate L10 Eintrag. Okay, kann man auch relativ schnell beheben. Okay, schade. Also da sollte auf jeden Fall nochmal herangegangen werden, um auch die Fehler auszumerzen. Sonst mein Fazit auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. Und wenn ich mir so die ganzen
Kommentare dazu durchlese, also wirklich überwiegend positiv das Ganze. Und aufgrund der Downloadzahlen hat die einen sehr hohen Anklang gefunden. Ja, ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier dem Ganzen ein Däumchen gebt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr natürlich auch ein weiteres Video hier auf dem Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und sage ciao, ciao.